Die heutige Wochenabschnitt Nassau erzählt uns über die Segen der Kohanim. Die Kohanim segnen den Juden, Yeverechecha Hashem veYishmerecha. Aber sie machen vorhin Segen. Baruch atah Hashem, Levarech et Amo Yisrael ba'ahava. Wir wollen die Juden mit Liebe segnen. Warum muss man mit Liebe segnen? Und die Antwort ist, ein Segen kann man nur genießen, wenn es mit Liebe ist. Zu Hause, du wirst ein Segen haben, es muss mit Liebe sein. Warum mit Liebe? Weil Liebe ist die Klebe, die hält die Menschen zusammen. Alle wollen ein Segen. Alle wollen Frieden zwischen Mann und Frau. Wollen glückliche Kinder. Was ist das Geheimnis? Schenke Liebe. Einfach so. Sage zu den Menschen, die dir eng stehen, ich liebe dich. Warum? Einfach so. Weil wenn wir Liebe verteilen, ist Gottes Segen da. Wir sagen im Gebet, Barchenu avinu kulanu ke'echad. Segne uns alle als eins. Die Voraussetzung, Gottes Segen zu bekommen, ist zusammen zu sein. Alleine, dass wir zusammen sind, bringt Gottes Segen. Alleine, dass ein Mann und Frau nett zueinander sind, bringt Gottes Segen. Alleine, dass du deinem Kind was Gutes sagst, oder jemanden anders in der Gemeinde, bringt Gottes Segen. Levarechet amo Yisrael be'ahava. Schenke Liebe. Es ist ansteckbar. Es wird dein Leben und die Leben von anderen Menschen bereichern. Shabbat Shalom.